grüße Sie ganz herzlich. Ich möchte mich auch besonders für die Einladung bedanken, für den heutigen Abend. Ich beobachte die Bemühungen des Zentrums für Buddhismuskunde mit ganz besonderer Sympathie im Moment, nämlich dass insbesondere Professor Zimmermann offenbar auslotet, wie man den Buddhismus in der modernen Welt wirklich praktisch nutzbar machen kann. Ich denke, das ist eine sehr wichtige Frage, insbesondere auch für nicht nur religiöse Ziele nutzbar machen kann, also einen breiteren Hintergrund, das ist sicher sehr wichtig. Und auch im Kontakt offenbar mit praktizierenden Buddhisten, dass da auch keine Berührungsängste sind. Das sind alles sehr positive Aspekte und ich glaube, das hat eine große Zukunft. Ja, es wurde ja schon darauf hingewiesen, dass auch der Dalai Lama in dieser Hinsicht sehr starke Zeichen gesetzt hat mit seinen Mind-Life-Konferenzen, die er initiiert hat. Offenbar ist der Austausch zwischen Naturwissenschaft und Religion eine der wichtigsten Aufgaben unserer Zeit. Der Dalai Lama selber sagt dass mittlerweile, dass er für seine wichtigste Lebensleistung hält, dass er Naturwissenschaft und Religion wieder näher aneinander gebracht hat. Offenbar wichtiger als selbst seine buddhistische Unterweisungstätigkeit. Das ist doch recht erstaunlich. Aber wenn wir ein bisschen in die Beziehung zwischen Religion und Wissenschaft hineinschauen, wissen wir, dass da oft sehr unvorteilhafte Dinge gelaufen sind in der Geschichte. Zunächst hat die Religion weitgehend die freie Naturwissenschaft unterdrückt. Dann differenzierte sich das sozusagen, das heißt Wissenschaft und Religion haben sich ausdifferenziert. Das ist eine sehr positive Entwicklung, die zu einer Wissensexplosion geführt hat, wie wir alle wissen, und auch zu größerer Freiheit des Einzelnen. Dann sind aber auch wieder Dinge eingetreten, die man eine Art Dissoziation nennen kann. Das heißt, Wissenschaft und Religion haben sich nicht nur differenziert, sondern sind komplett auseinandergefallen. Habermas hat das dann mal genannt, der berühmte Philosoph, dass zunehmend ein reduktionistisch, materialistisch-ökonomisches Weltbild alle Wertsphären kolonialisiert hat. Das heißt, das Menschliche ist sozusagen weitgehend untergegangen in diesem etwas dissoziierten Weltbild. Vielleicht haben dazu Religionen auch sehr beigetragen, weil sie sehr stark daran festgehalten haben, ihre teilweise mythologischen Weltbilder als wissenschaftliche Weltbilder zu verkaufen, anstatt sich zu stützen auf ihre spirituelle Erfahrung, ihre Bewusstseinserfahrung, die sicherlich sehr zeitgemäß ist. Aber auf jeden Fall können wir beobachten, dass eine Art Ideologie des Scientismus die Frage menschlicher Werte und den Sinn des Lebens nicht so recht im Blick hat. Daraus ist vielleicht zu folgern, warum man heute mit einem Schlagwort von der sogenannten Rückkehr des Religiösen spricht. Das ist allerdings etwas sehr Ambivalentes. Das bedeutet auch Rückkehr zu Fundamentalismus teilweise. Aber im positiven Sinne könnte es bedeuten, dass die Menschen auch wieder Interesse zeigen an geistigen, spirituellen Fragen und das verbinden mit ihrem wissenschaftlichen Wissen. Aus meiner Sicht sind Naturwissenschaft und Buddhismus zwei Sichtweisen, die beide nicht das Ganze erfassen können. Sie suchen beide nach Wahrheit mit offensichtlich verschiedenen Mitteln, aber sie sollten zusammenarbeiten für die Bedürfnisse des Menschen. Beide haben ihre Möglichkeiten und ihre Grenzen. Zum Beispiel die Naturwissenschaft beschäftigt sich hauptsächlich mit den materiellen Dingen und dem, was man zählen kann. Eigentlich ist Wissenschaft zählen. Ein Bekannter von mir, der Quantenphysiker Pietschmann, hat einmal gesagt, der Denkrahmen des Abendlandes seit dem 17. Jahrhundert beschäftigt sich im Wesentlichen mit dem Reproduzierbaren, dem Zerlegbaren, dem Eindeutigen, dem Widerspruchsfreien. Was ausgeschlossen ist, ist das Einmalige, die Qualitäten, die Vernetzung, das Offene, der Konflikt, der Wille oder das Wollen und die Kreativität. Wozu Hegel mit einem Zitat sagt, und was widerspruchsfrei ist, das ist tot. Das dazu. Gut, auf jeden Fall, das sind die Grenzen der Naturwissenschaft. Die Religion hat ihre Stärken im inneren Bereich, aber ihre Schwächen, natürlich hat sie keinerlei Ahnung von Gehirnforschung gehabt. Außerdem haben Religionen eine Schwäche darin, ihre kulturelle Eingebundenheit zu begreifen, dass sie in einem kulturellen Kontext stehen. Insofern, ich selber folge einem Ansatz von Ken Wilber sehr gerne, der eine sogenannte integrale Sicht vertritt, die auch ganz dem Prinzip des abhängigen Entstehens der buddhistischen Philosophie entspricht, dass man keine Sache nur aus sich allein heraus verstehen sollte, sondern immer in einem Kontext vieler Perspektiven und Aspekten. Realität erscheint danach mindestens in vier Perspektiven. Zum Beispiel, wenn wir einen Gedanken nehmen oder ein Gefühl,
dann gibt es nach dieser Lehre vier sogenannte Quadranten. Das heißt, es ist ein individuelles Erlebnis von innen und außen und ein kollektives Erlebnis von innen und außen. Was ich damit meine, zum Beispiel, wenn ich einen Gedanken habe, erlebe ich den innerlich in meiner Erfahrung. Und da treten keine Neuronen auf, sondern das fühlt sich anders an. In dieser Hinsicht hat der Buddha sicherlich sehr weitgehende Erläuterungen gegeben, wie dieses Innere zu entwickeln und zu begreifen ist. Aber meine innere Erfahrung hat auch ein äußeres Korrelat, das eben in der Gehirnforschung deutlich gemacht wird, wo man das Gehirn untersuchen kann, wie wir eben sehr schön gesehen haben, da auch konkret etwas passiert im Gehirn. Darüber hinaus ist mein Gedanke eingebettet in eine Kultur. Und da können wir vielleicht postmoderne Philosophen wie Foucault fragen, da werden wir von dort Informationen bekommen. Außerdem ist mein Denken und Fühlen auch eingebettet in Produktionsweisen, da können wir tatsächlich Karl Marx fragen. Tatsächlich ist das Denken in einer Informationsgesellschaft anders beeinflusst als in einer Ackerbaugesellschaft, in vielfacher Hinsicht. Wenn wir alle vier Aspekte zusammennehmen, kriegen wir ein besseres Bild dessen, was eigentlich Denken oder ein Gefühl zum Beispiel ist, als wenn man eins alleine nimmt. Also alle haben quasi etwas recht, aber keiner allein. Wenn Ihnen jemand sagt, er weiß alles sozusagen über ein Thema, das ist schon mal falsch. Wobei es immer verschiedene Moden gibt, was gerade alles erklärt sozusagen. Entweder vor kurzem waren es noch die Gene, die alles erklären. Im Moment ist es das Gehirn, das alles erklärt. Religiöse Leute sagen oft, dass Karma alles erklärt oder Gott alles erklärt. Marx sagt, der Klassenkampf erklärt alles. Ich glaube, wann immer jemand versucht, alles aus einer Sicht zu erklären, das scheitert an der Realität. Das kann man zum Beispiel daran sehen, dass der Marxismus sich ständig neu reformieren musste, weil offenbar sein Weltbild unvollständig war. Das hält auf die Dauer das einfach nicht aus. So viel vielleicht als Vorgeschichte eben von Wissenschaft und Religion als Hintergrund. Ich selber hoffe manchmal, was neulich in einer Zeitung erschienen ist, dass irgendwann vielleicht akzeptiert wird, dass es 6 Elemente der Wirklichkeit gibt, das entspricht auch dem Buddhismus, nämlich die 4 Elemente materieller Art von Erde, Wasser, Feuer und Wind, dazu der Raum und das Bewusstsein, dass das Bewusstsein selber als ein Element akzeptiert wird. Jetzt aber dazu, was man unter Geist im Buddhismus traditionell versteht. Das kommt aus der sogenannten Abhidhamma-Tradition, ist natürlich introspektiv gewonnen worden und nicht mithilfe von Computertomografien. Der Buddhismus wird auch manchmal als Wissenschaft vom Geist bezeichnet. Man diskutiert ja manchmal, ob es überhaupt eine Religion ist. Ich persönlich glaube, es ist eine Religion. Aber man kann es auch Wissenschaft vom Geist nennen. Der ganze skeptische Ansatz des Buddhismus ist tatsächlich sehr wissenschaftlich. Und im Buddhismus glaubt man, dass der letztliche Ursprung von Glück und Leiden im Geist liegt. Der Buddha sagt dazu, den Dingen geht der Geist voran, der Geist entscheidet. Also das wesentliche Element im Leben, der Qualität des Lebens ist der Geist. Wobei es übrigens nicht nur einen Geist gibt, sondern 6 Arten von Geist. Es gibt den Geist im Zusammenhang mit dem Sehen, Hören, Riechen, Schmecken, Tasten und das sogenannte geistige Bewusstsein. Also es gibt tatsächlich einen 6. Sinn im Buddhismus, wenn man so will. Das ist das, was man als Denken kennt, aber auch meditative Form. Die sogenannte konventionelle Natur des Geistes wird als nicht materiell beschrieben, das heißt, der Geist hat keine Farbe und Gestalt, und als erkennend. Wesentliche Elemente des Geistes sind die Empfindungsfähigkeit, wie zum Beispiel Glück und Leid erleben zu können, die Unterscheidungsfähigkeit und der Kontakt mit Phänomenen. Diese Aspekte sind immer da. Also wenn Sie sich fragen, ob Sie einen Geist haben, müssen Sie schauen, ob Sie Glück und Leid erleben. Bei Tieren ist das sicherlich auch der Fall. Ob das bei Steinen der Fall ist, ist sehr zweifelhaft. Das ist dann der Unterschied. In gewisser Weise kann man von einem experimentellen Dualismus sprechen. Das heißt, physische Phänomene verhalten sich anders als mentale. Zum Beispiel, physische Phänomene haben einen Ort und eine Gestalt, mentale nicht. Ob man einen Apfel fallen lässt, ist etwas anderes, als ob man alle Hoffnung fahren lässt, sozusagen. Das ist etwas Verschiedenes. Das kann man experimentellen Dualismus nennen. Es gibt auch einen affektiven Dualismus. Das heißt, man kann körperlich unglücklich sein und geistig trotzdem glücklich sein. Das zeigt, dass da ein gewisser affektiver Dualismus vorherrscht. Man kann sogar sagen, der Geist ist das bestimmende Moment, denn es kann sein, dass man körperlich krank ist und trotzdem geistig glücklich. Wenn man aber geistig unglücklich ist, macht einen nichts mehr glücklich, auch wenn es einem körperlich relativ gut geht. Da macht der Buddhismus eine gewisse Wertung, was letztlich entscheidend ist. Aber eigentlich sollten wir zum Beispiel bei einer Krankheit
alle Aspekte einsetzen. Auf jeden Fall führt nicht jede Belastung auch körperlicher Art automatisch zu der gleichen Stressreaktion. Das ist offenbar mit der geistigen Einstellung verbunden. Weiterhin kann man von einem kausalen Dualismus sprechen. Das heißt, wenn man zum Beispiel krank ist, kann man einerseits biologisch intervenieren oder man kann konzeptuell intervenieren. Das sind zwei verschiedene Zugänge. Man kann sich Gedanken darüber machen oder man kann mit Medikamenten arbeiten. Aus meiner Sicht wäre es förderlich, wenn man beide Wege nebeneinander geht. Ich werde gleich noch darauf eingehen, dass aber im Buddhismus kein substanzieller Dualismus vorhanden ist zwischen Geist und Körper. Das ist ein wichtiges Thema. Aber zunächst noch andere Aspekte des Geistes. Der Geist wird im Buddhismus immer wieder beschrieben als unbeständig, als ständig sich wandelnd. Das können Sie alle in der Meditation sehr deutlich sehen. Er wandelt sich in jedem kleinsten Moment. Das nennt man übrigens auch den Geistesfaktor des Willens. Der Wille selber bedeutet die ständige Bewegung des Geistes. Das gehört zum Wesen des Geistes, sich ständig zu bewegen, so wie das Wasser ständig fließt. Moralisch gesehen wird der Geist im Buddhismus als neutral bezeichnet. Ich darf Sie aber trösten, der Dalai Lama sagt immer wieder, wir neigen zum Guten. Das Menschsein selber ist ein Produkt guten Karmas, sagt man, von ethischem Verhalten. Oder um es einfacher zu sagen, der Mensch hat keine Hörner auf dem Kopf. Daran kann man aus buddhistischer Sicht schon etwas sehen über sein Wesen. Trotzdem erscheint es aber so zu sein, dass man sich auch negativ entwickeln kann. Deshalb kann man nicht sagen, der menschliche Geist ist an sich positiv. Er neigt zum Positiven, kann aber auch negativ werden. Er ist also entwicklungsfähig und degenerierbar. In einem wichtigen Zitat sagt der Buddha, der Geist ist nicht Geist, der Geist ist klares Licht. Das bezieht sich darauf, dass die Befleckungen des Geistes, die sogenannten Leidenschaften, nicht zum eigentlichen Wesen des Geistes gehören, so wie es nicht zum Wesen von Wasser gehört, schmutzig zu sein. Wasser ist, wie gerade heutzutage, oft schmutzig, aber es ist nicht das Wesen des Wassers, schmutzig zu sein. Und es kann wieder herausbefördert werden, der Schmutz, und dann zeigt sich das eigentliche Wesen des Wassers als etwas sehr Klares, Transparentes. Das hat auch mit dem Thema Buddha-Natur im Buddhismus zu tun. Und außerdem wird gesagt, dass es immer leichter wird, geistige Qualitäten zu erwecken, wenn man sich daran gewöhnt hat, weil geistige Tugenden im Einklang mit der Realität stehen und nicht im Widerspruch dazu. Außerdem ist es so, dass unser Geist etwas Stabiles ist. Aus buddhistischer Sicht setzt er sich immer weiter fort, wenn man sich spirituell bemüht. Es ist nicht wie Wasser, das man kocht und das dann plötzlich verdampft. Und wenn wir uns an gewisse spirituelle Fähigkeiten gewöhnt haben, ist es sogar so, dass sie spontan und mühelos erfolgen. Nicht wie ein Sportler, der jedes Mal, wenn er weit springen will, wieder neu anlaufen muss. Das ist beim Geist irgendwann nicht mehr nötig. Ein anderer Aspekt, der den Geist betrifft aus buddhistischer Sicht, ist, dass er als anfangs- und endlose Entität gesehen wird. Das hat natürlich mit dem Thema Wiedergeburt zu tun, da kommen wir natürlich in religiöse Fragen. Aus buddhistischer Sicht geht der Geist als substanzielle Ursache letztlich immer aus Geist hervor und nicht aus Materie. Und trotzdem, das wird einige überraschen, gibt es keinen substanziellen Dualismus. Der Geist hat nach den höchsten Systemen des Buddhismus, insbesondere dem tantrischen Buddhismus, immer eine materielle Grundlage. Er kann nicht ohne materielle Grundlage existieren. Die ersten Forscher, die mit dem Dalai Lama sprachen, dachten immer, er wollte ihnen eine Art Seele verkaufen, die so im luftleeren Raum existiert. Aber das ist gar nicht der buddhistische Ansatz, das war eine Art Vorurteil. Aus buddhistischer Sicht existiert der Geist nicht im luftleeren Raum, sondern er hat immer ein materielles Äquivalent. Allerdings kann das sehr subtil sein. Man nennt das die sogenannte Windenergie. Eine subtile Energie, auf der der Geist sozusagen reitet. Man unterscheidet im Buddhismus den groben Geist, den subtilen Geist und den äußerst subtilen Geist und auch den groben Körper, den subtilen Körper und äußerst subtilen Körper. Der Geist reitet danach quasi auf einer Windenergie und diese wiederum ist abhängig von Energiekanälen, subtilen Energiekanälen in unserem Körper, den sogenannten Nadis. Das Denken zum Beispiel findet danach hauptsächlich im Hirn statt, auf der Grundlage dessen, was offenbar auch erforscht wird, eben dieser subtilen Energien, die dort aktiv sind. Der subtilere Geist aber, und das ist wichtig für gewisse Erwägungen wie Wiedergeburt, findet nicht nur im Hirn statt, sondern im ganzen Körper. Der Geist befindet sich im gesamten Körper. Vor allem an der Herzregion findet geistige Tätigkeit auf der Grundlage subtiler Energie statt und auch unabhängig von dem Hirn.
Es gibt ja viele Hirnforscher, die sagen, dass Geist immer auf Gehirn basiert. Das ist nicht die buddhistische Auffassung. Der Dalai Lama ist ja ein sehr toleranter Mensch und hört sich immer gerne wissenschaftliche Dinge an. Aber an dem Punkt hat er mal gesagt, da haben Sie noch keine Ahnung von. Es gibt offenbar subtilere Dinge, als manche Wissenschaftler da denken. Der Sitz des Denkens und der sogenannten Weisheit ist auch aus buddhistischer Sicht hauptsächlich im Hirn. Der Sitz des Mitgefühls ist aber tatsächlich im Herzen sozusagen, auf einer subtilen körperlichen Grundlage. Der Dalai Lama sagt immer dazu, wenn Wissenschaftler das gar nicht akzeptieren wollen, dass es wichtig ist zu unterscheiden, dass es einen Unterschied gibt, ob man etwas noch nicht erkannt hat oder es widerlegt hat. Es gibt wahrscheinlich keine Möglichkeit zu widerlegen, dass es geistige Prozesse gibt, die nicht auf der Hirnbasis basieren. Andernfalls wäre in der Tat die Wiedergeburt natürlich widerlegt, weil dass das Hirn stirbt beim Tod, ist keine Frage. Es wird aber nicht behauptet, dass der subtile Geist beim Tod auf dem Gehirn weitergeht, sondern er geht auf viel subtilerer Grundlage weiter, die dann den Körper verlässt und ins nächste Leben geht. Zumindest sollten Wissenschaftler das als Hypothese stehen lassen, solange es noch nicht widerlegt ist. Die Madhyamaka-Philosophie macht zwar einen Unterschied zwischen Körper und Geist auf, sagt aber, dass beide nie völlig ohne Beziehung zueinander existieren. Es ist gerade nach der buddhistischen Philosophie des abhängigen Entstehens ganz falsch zu glauben, dass Körper und Geist einfach nur für sich existieren. Das ist eine Beziehungsphilosophie, immer eine wechselseitige Philosophie. Sonst könnten sie nämlich gar nicht aufeinander wirken. Dinge, die gar nichts miteinander zu tun haben, können keinen Einfluss aufeinander haben. Der Quantenphysiker Pietschmann, den ich eben schon zitierte, hat mal einen wunderbaren Satz gesagt, der für mich sehr wichtig ist: Unterscheide ohne zu trennen. Das bedeutet, wir müssen unterscheiden Körper und Geist, ohne sie völlig voneinander zu trennen. Und das entspricht auch der Madhyamaka-Philosophie. Man spricht davon, dass es keine getrennten Dinge gibt, sozusagen. Ein Ding wäre etwas, was für sich selber existiert, unabhängig von anderen. Genau das wird im Buddhismus aber verneint, dass es irgendetwas gibt, was unabhängig von anderen existiert. Und so existiert der Geist nicht unabhängig vom Körper und umgekehrt. Das erscheint uns allerdings oft falsch unter dem Einfluss des konzeptuellen Denkens. Das letztliche Wesen des Geistes wird übrigens als Leerheit bezeichnet. Er ist völlig offen und undeterminiert. Er existiert nicht getrennt von der Welt. Das Wesen des Geistes wirklich zu erkennen, ist aber aus buddhistischer Sicht nur möglich, wenn man sich auf Meditation einlässt. Wobei Meditation in gewisser Weise auch wissenschaftlich ist. Denn die meditieren, stellen eine Hypothese auf, was passiert. Dann machen sie ein Experiment, das muss man allerdings selber machen. Und dann tauschen sie sich aus, quasi in der Kommunität der Meditierenden. Und kommen durchaus zu Ergebnissen, dass es so ist. Wenn man sich nicht auf Meditation einlässt, kann man da in gewisser Weise nicht mitreden. Genauso wie ich nicht mitreden kann bei Quantenphysik, weil ich mich auf das Experiment nicht richtig eingelassen habe. In gewisser Weise sind dafür die Buddhisten Experten, denn sie erfahren seit Jahrtausenden den Geist eben in ihrer introspektiven Sicht. Mittlerweile werden sie auch im Computertomographen gerne untersucht und man kann da tatsächlich feststellen, dass in ihrem Gehirn außergewöhnliche Dinge bei der Meditation stattfinden, wie übrigens auch bei anderen Menschen, die bestimmte Tätigkeiten immer wieder durchführen, wie bei Musikern relevante Veränderungen im Gehirn festzustellen sind. So viel dazu, was die buddhistische Sicht des Geistes ist. Jetzt möchte ich gerade auf die Übereinstimmung, die inspirierenden Ergänzungen durch die Gehirnforschung für den Buddhismus hinweisen. Der Buddhismus hat, wie gesagt, wenig Ahnung oder gar keine Ahnung vom Gehirn gehabt. Und es ist absurd, wenn ein Buddhist heute verleugnet, dass es diesen Einfluss gibt, auch wenn man sich früher nicht damit beschäftigt hat. Eine sehr inspirierende Erkenntnis der Neurowissenschaft ist die sogenannte Plastizität des Gehirns. Das heißt, wann immer man denkt oder fühlt, schafft das eine Spur im Gehirn. Es hat mal jemand gesagt, wenn man jedes Jahr in sein Gehirn reingucken könnte, würde man immer eine neue Landschaft sehen. Und das ist genau das, was man auch mit Meditation im Buddhismus meint. Das heißt, jedes Mal, wenn man etwas denkt und fühlt, hinterlässt das eine Spur. Das Wort Meditation heißt, sich vertraut machen, sich an etwas gewöhnen. Das basiert genau auf der Grundlage, dass man denkt, jedes Mal, wenn man etwas denkt, verstärkt sich die Anlage, das wieder zu denken. Deshalb versucht man möglichst heilsame Dinge natürlich zu entwickeln, um quasi Plastizität im Positiven zu schaffen. Wir sind da offenbar auch nicht festgelegt durch die ersten Lebensjahre, wie das früher gedacht wurde, sondern das findet im ganzen Leben statt. Insofern könnte man eigentlich auch als Materialist sagen, Meditation ist gut.
Man muss gar nicht entscheiden, ob Geist wirklich was anderes ist als Körper. Wichtig ist, dass es funktioniert. Das ist auch sehr buddhistisch. Wenn man halt meditiert, passiert offenbar was Gutes. Und auch Hirnforscher unterscheiden zwischen konstruktiven Gedanken und nicht so konstruktiven Gedanken, soweit ich das verfolge. Ein anderer interessanter Aspekt ist, dass die Einheit von Denken und Emotionen in der Gehirnforschung immer deutlicher wird, dass es gar nicht so getrennt ist. Das entspricht der sogenannten analytischen Meditation im Buddhismus, dass man nämlich, das wissen viele Buddhisten noch nicht mal, dass man in der Meditation hauptsächlich Analyse und Emotion zusammenführen sollte, dass Analyse eine große Rolle spielt und Emotionen besonders stark beeinflusst werden können, wenn man eine Sache auch gut verstanden hat und darüber nachdenkt, die Ratio verwendet. Eine andere inspirierende Übereinstimmung ist der sogenannte Modellcharakter der Wirklichkeit. Das heißt, wir lernen von der Hirnforschung, dass das Hirn sich ständig Modelle von der Wirklichkeit strukturiert. Wir bilden nicht einfach ein Abbild der sogenannten Außenwelt, sondern wir strukturieren ein Modell und danach erfahren wir die Wirklichkeit. Das entspricht der Madhyamaka-Philosophie von Nagarjuna, des abhängigen Entstehens, dass die Realität immer von Interpretation des Geistes abhängig ist, von Benennung des Geistes. Die Realität ist immer in Wechselwirkung zum Subjekt. Es gibt keine objektive Realität. Das scheint auf das Gleiche hinauszulaufen. Sogar die Sinne gestalten dabei offenbar nach der Gehirnforschung die Wirklichkeit schon aktiv. Selbst die Sinne nehmen das nicht nur passiv auf, sondern gestalten. Wir selber gestalten die Wirklichkeit. Das hat auch etwas mit Karma zu tun aus meiner Sicht. Karma ist ja oft ein exotischer Ausdruck. Vielleicht sollte man ihn aufgeben. So exotisch ist es eigentlich gar nicht. Karma bedeutet, wie man handelt, so erfährt man. Und das hat hiermit offenbar zu tun. Wie wir die Dinge sehen, wie wir uns gewöhnt haben, die Dinge zu sehen, so erleben wir sie. Da ist ein Bezug. Das hat sehr viel mit Karma zu tun, denke ich. Auch das Gehirn, Außenwelt und Geist sich wechselseitig prägen, ist bei Gehirnforschern offenbar auch sehr deutlich. Das Gehirn wird durch die Außenwelt gestaltet und das Gehirn gestaltet die Außenwelt. Das ist eine wechselseitige Beziehung. Eine andere Sache, die aus der Gehirnforschung kommt, die mich sehr inspiriert, ist, dass wir offenbar keinen Destruktionstrieb als solches haben. Früher dachten wir vielleicht manchmal ganz tief in uns drin, ist was ganz Böses, was an sich destruktiv sein möchte. Das scheint nicht zu sein, zumindest Joachim Bauer weist in seinen Publikationen darauf hin, dass wir Kommunikation anstreben, haben wir gerade gehört. Menschen wollen von ihrem Wesen her kommunizieren. Nur wenn das irgendwie nicht funktioniert, werden sie destruktiv. Aber selbst wenn man jemanden schlägt, ist das noch ein Beziehungsangebot, kann man sagen. Joachim Bauer macht auch deutlich, dass Krankheiten davon ausgehen, dass wir hauptsächlich Stress in Beziehungen haben. Also das, was Therapeuten wie ich schon immer behauptet haben. Letztlich ist es so, dass der Stress in unseren persönlichen Beziehungen meistens alles andere überstrahlt und das hauptsächlich der Faktor ist, der auch krank macht. Das lässt sich... Joachim Bauer hat sogar darauf hingewiesen, dass die Gene selber beeinflusst werden von unseren sozialen Beziehungen. Wenn man dagegen Mitgefühl schafft und gute Beziehungen, dass das gute Einfluss auf die Gene und das Gehirn hat und auch die Selbsterfahrung im Gehirn, auf das Selbstzentrum und dass Heilung durch neue geistige Muster geschaffen werden kann, nicht durch Medikamente alleine. Aus buddhistischer Sicht kann man mit Medikamenten alleine niemanden psychisch heilen. Das heißt nicht, dass man sie gar nicht verwenden kann, aber man muss auch auf eine andere Ebene gehen, um Heilung herbeizuführen. Von den Spiegelneuronen haben wir schon gehört, das ist gefundenes Fressen für Buddhisten. Also, dass tatsächlich jedes Mal, wenn ein anderer handelt, wir selber das erleben, als würden wir selbst handeln, das hat natürlich viel mit Mitgefühl und Empathie zu tun, erklärt aus meiner Sicht auch, warum der geistige Lehrer im Buddhismus so wichtig genommen wird. Wenn man einen Menschen sieht, der etwas verkörpert, was man selber theoretisch anstrebt, dann hat man schon die halbe Miete. Das ist quasi so, als wenn man selber schon ein bisschen so ist. Manche fragen sich, warum der Dalai Lama so einen großen Einfluss hat. Ja, er verkörpert das, was er sagt. Was er sagt, können einige andere auch sagen. Aber wenn da jemand steht, der authentisch ist, macht das einen besonderen Eindruck auf die Menschen. Die Spiegelneuronen werden aktiv. Und man sagt im Buddhismus schon immer, dass wenn man jemanden etwas Heilsames tun sieht und man sich darüber freut und das mit Vertrauen wahrnimmt, dass man die Hälfte seines guten Karmas auch gleich hat. Na, das ist doch sehr positiv. Ein anderer Aspekt, der natürlich ins Auge sticht, ist, dass die Ich-Frage in der Gehirnforschung und im Buddhismus offenbar sehr parallel ist. Da habe ich mit Gehirnforschern noch nie Probleme gehabt. Das heißt, auch die Hirnforschung hat im Gehirn kein Ich gefunden, das isolierbar ist oder irgendein Zentrum, sondern das Ich entsteht aus einem Netzwerk. Gehirnforscher sagen offenbar, dass die Neuronen zusammenarbeiten, dann kann man eine Ich-Vorstellung entwickeln.
Das entspricht der buddhistischen Auffassung, dass das Ich eine Produktion ist des Zusammenkommens von Körper und Geist und dass man auf der Grundlage ein Ich benennt. Es gibt aber kein auffindbares Ich, kein isolierbares Ich, sondern was passiert, wenn eine Erfahrung stattfindet, ist, dass ein Objekt, eine Sinneskraft und der Geist aufeinandertreffen, so wie drei Zeltstangen, die zusammenkommen, und dann findet eine Erfahrung statt. Darüber hinaus gibt es kein Ich. Hinter diesen dreien gibt es kein Ich, sondern das Zusammenkommen davon führt zu einer Ich-Erfahrung. Dahinter ist nichts. Und das sehen Gehirnforscher offenbar sehr direkt auch im Gehirn, dass da ist kein Chef zu finden. Übrigens auch eine große demokratische Vision. Wir sind demokratisch organisiert. Unser Gehirn ist politisch gesehen demokratisch. Da gibt es keinen einen Chef, der alles entscheidet, sondern es ist eine Wechselwirkung, ein Netzwerk. Das ist doch sehr positiv. Jetzt müssen wir als Person nur noch hinterherkommen hinter unserem Gehirn. Dann ist alles klar. Also aus buddhistischer Sicht wird das Ich als bloße Beilegung zu Körper und Geist gesehen, aber durchaus funktional. Was im Buddhismus bestritten wird, ist übrigens nicht das Ich als solches, sondern ein Ich, wie es von nicht-buddhistischen Philosophien teilweise behauptet wurde, das beständig ist, unabhängig, teilelos oder jenseits von Körper und Geist eine Art Eigenwesen führt. Das sind für mich die inspirierenden Ergänzungen, die ich aus der Gehirnforschung sehe. Unterschiede bestehen natürlich oft darin, wenn ein Gehirnforscher so weit geht, zu sagen, der Geist wäre nur ein Epiphänomen des Gehirns. Das heißt, der Geist ist eigentlich nur das Gehirn oder die Person nur das Gehirn. Woraufhin übrigens der Dalai Lama mal sagte, haben Sie mit meinem Gehirn Mitgefühl? Also das zeigt eine gewisse Absurdität. Wir haben mit Personen Mitgefühl. Eine Kathedrale ist auch aus meiner Sicht nicht einfach ein Produkt des Gehirns, sondern da ist schon noch etwas anderes im Spiel. Bei Gehirnforschern erscheint in ihrem Computer aus buddhistischer Sicht auch kein Geist, sondern nur eine Nebenwirkung des Geistes, die materielle Grundlage. Außerdem, es gab auch Veröffentlichungen in der Zeitung, wo stand, jetzt haben die Gehirnforscher Gott im Gehirn gefunden. Das ist ein bisschen unsinnig, wahrscheinlich auch aus Ihrer Sicht, sondern was Sie gefunden haben, ist, dass wenn ein Mensch religiöse Erlebnisse hat, dass in seinem Gehirn etwas aktiv ist. Aber wir behaupten ja auch nicht, wenn wir einen Apfel angucken und das im Computertomographen sichtbar ist, dass der Apfel im Gehirn ist, oder? Das ist das Gleiche. Man hat eine religiöse Erfahrung und die zeigt sich auch im Gehirn, aber die Erfahrungsobjekte sind nicht im Gehirn. Das ist ein Unterschied. Also ich habe ein bisschen darauf hingewiesen, dass der Buddhismus eine mittlere Position pflegt zwischen einem substanziellen Dualismus von Körper und Geist bzw. Gehirn und Geist und einem substanziellen Monismus materieller Art. Es ist wie immer ein mittlerer Weg. Körper und Geist existieren beide, wie es der Buddhismus ausdrückt, nicht wahrhaft, das heißt nur in der Interaktion. Diese Interaktion ist natürlich sehr geheimnisvoll, da haben sich schon viele Gedanken drüber gemacht. Wahrscheinlich ist diese Interaktion nicht notwendigerweise materiell, wie zum Beispiel die Gravitation auch nicht materiell funktioniert. Überhaupt der ganze Urknall hat uns eher wieder zu Idealisten gemacht, weil wieder einfach so aus dem Nichts sozusagen alles entstehen kann, entspricht nicht unseren normalen materialistischen Vorstellungen. Vielleicht gibt es eine Kausalität ohne Medium und Mechanismus. Aber Körper und Geist bedingen sich gegenseitig, so wie ein Töpfer eine Vase bedingt, ohne dass er zur Vase wird, hoffentlich, ne? Sondern da ist eine Wechselbeziehung. Der Buddhismus hält aber daran fest, dass Geist nur aus Geist entstehen kann, dass es zwar physische Grundlagen geistigen Leidens gibt, aber diese nur geistig zu heilen sind. Und das sind also Unterschiede. Es gibt aus meiner Sicht nach wie vor und aus der Sicht auch vieler Autoren, auch aus der Gehirnforschung, nach wie vor eine Erklärungslücke zwischen den physischen Prozessen, die man wahrnimmt, und dem Bewusstsein, wie das Bewusstsein überhaupt stattfindet. Das ist überhaupt nicht geklärt. Mittlerweile haben erfreulicherweise Hirnforscher selber ein Manifest der Bescheidenheit herausgegeben, in dem sie selber ausdrücken, dass es keineswegs alles so geklärt ist, wie das manchmal in manchen Medien herauskommt. Sie schreiben darin, die Hirnforschung bietet zurzeit keine empirisch nachprüfbare Theorie über den Zusammenhang von Geist und Gehirn, von Bewusstsein und Nervensystem. Insofern darf man hoffen, dass sich alle Hirnforscher in Zukunft vor reduktionistischen Statements hüten und sich an die Schlusssätze ihres Manifestes halten. Aller Fortschritt wird aber nicht in einem Triumph des neuronalen Reduktionismus enden. Selbst wenn wir irgendwann einmal sämtliche neuronalen Vorgänge aufgeklärt haben sollten, die dem Mitgefühl beim Menschen, seinem Verliebtsein oder seiner moralischen Verantwortung zugrunde liegen, so bleibt die Eigenständigkeit dieser Innenperspektive dennoch erhalten. Denn auch eine Fuge von Bach verliert nichts von ihrer Faszination,
wenn man genau verstanden hat, wie sie aufgebaut ist. Die Hirnforschung wird klar unterscheiden müssen, was sie sagen kann und was außerhalb ihres Zuständigkeitsbereiches liegt, so wie die Musikwissenschaft, um bei diesem Beispiel zu bleiben, zu Bachs Fuge einiges zu sagen hat, zur Erklärung ihrer einzigartigen Schönheit aber schweigen muss. Ich bin immer sehr froh, wenn Wissenschaftler einerseits diese wunderbaren Forschungen machen, andererseits aber eben auch sich auf ihren Bereich quasi beziehen und eben auch bescheiden sind, genauso wie Buddhisten bescheiden sein sollten mit ihrem Wissen. Ich lasse jetzt einfach die anderen Dinge weg, wie zum Beispiel die Frage nach dem freien Willen. Vielleicht können wir darüber diskutieren. Ich möchte nur abschließend sagen, dass meine Hoffnung wäre, wie ich am Anfang schon gesagt habe, dass beide, eben Naturwissenschaft und Religion, mit ihren jeweiligen Mitteln zum Wohl der Menschheit beitragen, indem wir eben mit dem Geist unser Gehirn quasi selbst prägen und programmieren und mithilfe des Wissenschaft uns ein angenehmes Leben schaffen können und daraus so etwas wie eine Kultur des Mitgefühls entstehen mag, wie es der Dalai Lama oft gesagt hat, indem beide Seiten begreifen, dass diese Welt eine Einheit ist, egal ob man es von materieller Seite oder von geistiger Seite sieht. Gut, so viel erstmal dazu. Vielen Dank.